Guten Abend. Jetzt wird's spannend. Geht es Ihnen auch so? Ich meine, das ist ganz ernst, diese Frage. Ich meine Folgendes: Wortfindungsstörung. Ich habe mich jetzt mit ganz vielen Leuten unterhalten, mit meiner Frau natürlich auch, und wir alle haben in letzter Zeit, im ganzen letzten Jahr ungefähr, haben wir tatsächlich Wortfindungsstörungen. Also ich kann das Wort gar nicht anders beschreiben. Ich komme dann auch gleich genauer darauf. Was sich so äußert, dass man sagt, das ist, na, man kann bestimmte Begriffe nicht finden in seinem Gehirnkasten. Es fallen einem bestimmte Bezeichnungen für Gegenstände nicht ein. Oder man vergisst irgendwas. Was wollte ich jetzt gerade machen? Und das, wenn, das passiert immer mal, das ist klar. Gut, ich bin jetzt 64, aber dass das so extrem ist und vor allem, das ist nicht bloß in unserer Altersgruppe so, das ist bei nahezu allen Leuten so. Geht's Ihnen auch so? Also ich wollte erst mal fragen, weil das macht mir wirklich, na nicht Sorgen, aber es macht mir schon schwere Gedanken. Mal zum Thema Wortfindungsstörung. Ich habe ganz einfach Wortfindungsstörung eingegeben. Wie äußern die sich? Menschen mit, bei Google, ne? Bei Menschen mit Wortfindungsstörungen haben Probleme, das passende Wort zu finden. Und das umschreibt das tatsächlich richtig. Und einen sinnvollen Zusammenhang zu setzen. Na, das nicht unbedingt, aber der Betroffene sucht nach passenden Worten, oft mit vielen Umschreibungen. Hierdurch kann es zu längeren Pausen im Gespräch kommen. Das muss nicht sein. Manche sagen dann, ich hatte übrigens schon mal eine andere Frage gestellt. Das war am 23. Mai 23 oder 22. Ständig müde, wie mir jetzt auch so. Und da wurde ganz oft geantwortet. Das waren zwar nur 3.452 Aufrufe, aber 213 Kommentare, das war viel. Und immer wieder, was? Ja, geht bei mir auch so. Manche haben vermutet, es liegt am Impfen, manche haben vermutet, das liegt an gesprähten Zeug aus den Flugzeugen. Ich will das Wort gar nicht sagen. Ich habe übrigens hier eine andere Browser-Situation eingestellt, sodass ich auch bestimmte Dinge erkennen kann. Zum Beispiel, dass 6 Leute dieses Video nicht gut fanden, solche Sachen. Ich komme jetzt aber nicht drauf, wie das heißt. Noch was anderes, damit man freier schreiben kann. Wir haben seit einer ganzen Weile ein Forum, das Mafi-Forum habe ich es einfach genannt. Das werde ich auch unter diesem Video hier verlinken. Also der Link dann mafi.sober.de, da kann man frei schreiben, was man will. Das ist alles nicht so schlimm. Ich habe auch in den Links natürlich meine eigene Werbung untergebracht, damit ich von YouTube nicht so oft gestört werde mit irgendwelchen hässlichen Einblendungen, wofür ich doch nichts kriege. Obwohl, die machen das mittlerweile trotzdem, aber jedenfalls nicht so doll. Wortfindungsstörung. Gut, gucken wir nochmal weiter. Oh, das kam hier, diese Antwort kam aus Schlaganfallsbegleitung. Eieieiei. Aber so viele Leute können ja gar nicht Schlaganfall haben. Weitere Symptome sind zum Beispiel Wortfindungsstörungen und zwar für Demenz. Uiuiui. Das sagt die AOK. Da kriegt man ja ein bisschen Angst. Beziehungsweise, wie nennt man diese Wortfindungsstörung? Aphasie. Aphasie ist Sprachlosigkeit. So schlimm soll es nicht kommen, wenn man das bei Google eingibt, ne, dann kriegt man lauter Erklärungen hier auf kurze Fragen, das kennen Sie wahrscheinlich alle. So, das sind also, eine Aphasie kann durchaus eine schwere Erkrankung sein und das alles mit einem Schlaganfall zusammenhängen. Aber womit das wirklich zusammenhängt, lassen Sie uns drüber diskutieren. Aber bitte beim Diskutieren, ja, cool bleiben und nicht hier irgendwelche Phrasen wieder oder große Sprüche oder so weiter, das hilft uns alles nicht. Aphasie noch ganz kurz, ne, heißt übersetzt Sprachverlust, das kann eine richtige schwere Hirnschädigung sein, also so schlimm wollen wir es mal nicht annehmen. Gut, dann nochmal die Frage kurz, wem geht's genauso? Jetzt bin ich mal auf Beiträge gespannt. Dann wünsche ich einen schönen Abend und bin sehr gespannt auf die Beiträge und naja, dann alle guten Wünsche bis zum nächsten Video. Ich denke mal heute Abend nicht mehr. Also, nochmals, alles Gute. Bis später. Tschüss, tschüss.